Es ist 17.50 Uhr und Ferrari 5102 begrüßt euch zu einem weiteren Part dieses wunderbaren Let's Plays. Nämlich dem, wie ihr in der Überschrift bestimmt schon gesehen habt, dem Let's Play zum Multiplayer von StarCraft 2 Wings of Liberty. Yeah! Ja, wir sind hier wieder da. Ihr seht, ich habe recht viele Plätze verloren, bin mittlerweile Rang 14, aber ich nehme das ja auch nicht ganz so ernst, wie vielleicht manche. Ich spiele StarCraft just for fun und ich spiele ab und zu mal, ach, finde ich Plätze, ist mir egal, ich mache so zum Spaß und deshalb spiele ich heute auch nochmal Terraner. Ich weiß, ich habe es zwar schon mal irgendwann mal einem vorherigen Part versucht, aber ich werde jetzt einfach nochmal versuchen. Ich werde jetzt nochmal als Terraner irgendwas mit unsichtbaren Banshees versuchen und das so schnell wie möglich. Also ich werde einfach versuchen, ganz schnell unsichtbare Banshees rauszuhauen und ich weiß, vielleicht klappt's hier. Vielleicht klappt's hier. Warum denn auch nicht? Oh, ich spiele gegen einen anderen Terraner. Das kann ja mal was werden. Es werden gleiche Teams berechnet und oh ja, so. So. Nein, ich wollte Steuerung 2. So. Ah ja, stimmt. Ich denke mal, dass das mit den Protoss mit den Terranern genauso funktioniert wie mit den Protoss, nur dass ich einfach eben das Versorgungsdepot bei 10 baue. So. Okay, das Versorgungsdepot wird gebaut und hier wird der WBF gebaut. Oder das WBF, ich weiß es überhaupt nicht. WBF einsatzbereit. So, wenn das jetzt fertig ist, so, jetzt kann weiteres WBF kommen und der hier baut jetzt bitte so eine Kaserne. Ja, kann ich nicht bauen. So, dann ebenso. Und damit es vollendet ist, baut er da noch so ein Teil hin und ich baue weiter WBFs. WBF einsatzbereit. Oh, ich sollte vielleicht auch mal Gas nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Banshees. Wie viele WBS habe ich denn jetzt? Weitere WBS natürlich bauen. So, dann geht der da nach oben. So, hier. Hier baue ich einen Space Marine und natürlich muss ich jetzt... Ich wusste, ich brauche Vespingas. 100 Vespingas, bis ich das habe, ist eine Stunde vergangen. Das war dann wirklich fail. Das kommt dann jetzt wirklich recht spät dann, aber... Das ist... Ah, diese Zeitverzögerung. Aber mein Fehler, ich habe einfach das Vespingas zu spät gebaut, ich habe mir es aber schon gedacht, aber... Was soll's? Upgrade durchgeführt. Was für ein Upgrade, achso. Okay, da oben ist mein Gegner schon mal nicht. Ah ja, ich kann jetzt die Fabrik setzen. Dann mache ich hier mal Reaktor. Ungeeignete Landezone.
Abmarschbereit. Hier kann ich nicht bauen. Ich habe sehr viele Mineralien, aber was soll's. BBF einsatzbereit. Nachdem die Fabrik ist, kann jetzt sofort so ein Teil kommen und dann von dem hier noch so ein Teil. Und am besten von dem hier. Ne, ich glaube, zwei werden reichen. Zwei bin ich mir sicher, dass das reichen wird. Ah ja. Weiß ich dann ja schon mal, wo mein Gegner sich befindet. Dann kriegt der hier jetzt... Ich hätte es, glaube ich, auch besser machen können, indem ich eine Kaserne mit Tech-Labor baue. Und das ein bisschen geschickter mache, aber ist ja jetzt, ist es ja auch egal. Was nicht passt, wird passend gemacht. Jawohl! Erweiterung fertiggestellt. Erweiterung fertiggestellt. Ich glaube, ich hole mir mal einen Mool. Erforsche da mal das Tarnfeld, jetzt hier bei einer Steuerung 2. Und baue zwei Banshees. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien, warum das denn? BBF bereit. Schlechte Neuigkeiten? Nur zu. Nicht genügend Mineralien. Das kann doch nicht wahr sein. Ich pump doch schon Mineralien wie sonst was. BBF einsatzbereit. Schlechte Neuigkeiten. Wäre schön, wenn ich das jetzt Chrono boosten könnte, aber das kann ich leider nicht. Der... Oh. Was das dem sein voller Angriff? Ist das dem sein Ernst? Das war dann, muss ich sagen, wirklich lächerlich. Werde ich hier mal ein paar neue Space Marines in Auftrag geben. Und komm hier mal nochmal zwei WBS. Laut und deutlich. Der Gegner versucht mich mit Space Marines zu überrennen. Melde mich zurück. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Im Anflug. Deshalb gucke ich mal gerade, was gegen Space Marines effektiv ist. Space Marines. Hier komm ich. Belagerungspanzer. Setze ich hier auch mal einen Bunker hin. Nee, da setze ich hier einen Bunker hin.
und baue weiter Space Marines so zur Verteidigung erstmal. Losgeladen und entsichert. Bin gleich da. Geht klar. Mayday, Mayday. Bin unterwegs. Jetzt geht's rund. Weil von Space Marines lasse ich mich nicht überrennen. Von Space Marines lasse ich mich so leicht nicht überrennen. Gut, dann baue ich jetzt erstmal Belagerungspanzer, am besten direkt mal zwei. Und erforsche die Belagerungstechnik. Der ist schon auf die zweite Base gegangen. Ich baue jetzt mal den Fusionskern. Ich gucke hier nochmal, vielleicht, hoffentlich sind Space Marines nicht. Nö, die sind nicht stark gegen. Worauf soll ich ballern? BBF einsatzbereit. Der pumpt da wirklich Space Marines, muss ich sagen. Und versucht ihn meine Basis zu pushen. Ja? Schon erledigt. Roger. Forschung abgeschlossen. Los, los, los! Ab die Bolt! Was mein Gegner da fort, finde ich überhaupt nicht sonderlich nett, aber ja. Dann klappe ich den jetzt da erstmal aus und der geht nach da. Und hier aus weiter Space Marines, so. Schön, dass das Mineralienfeld erschöpft ist, aber ja. Ich hab doch. Was war das denn jetzt? Ich habe doch. Ist das so schwer? Melde mich zurück. Aufgedankt und einsatzbereit. Ich höre. Was ist das Ziel? Wann geht's los? Auf Empfang. Ich habe das Gefühl, dass mein Gegner dort seine Army sammelt. Nee, doch nicht. Dann hatte ich mich wohl getäuscht. Wer hat die Flotte gerufen? Kreuzer einsatzbereit. Im Anflug. Was ich jetzt mal wirklich machen kann. Mineralienfeld erschöpft. Alles zu einem Angriff zusammenpacken. Ja, Commander. Jetzt einfach diesen All-In hier wagen. Die Belagerungspanzer stehen da noch zur Verteidigung. Komm, ich wag's jetzt einfach mal. Unsere WBFs werden angegriffen. Mayday! Mayday! Yeah!
Okay, jetzt versuche ich's. Okay. Das war dann jetzt wohl doch nicht so ein voller Erfolg. Aber, oh Gott, ich habe hier vergessen, so wieder die Arbeit. Schlechte Neuigkeiten? Nur zu. Pass nicht an. Was so. Was ich auch mal versuchen könnte, ich kann es jetzt einfach mal machen. BBF einsatzbereit. Ghost Akademie. Und dann Atomwaffen. Ja. Ist ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, Atomwaffen. Wer hat die Flotte gerufen? Vorwärts! Los! Mischt. Nur zu. Da muss ich aber jetzt auch noch mal noch eine Kaserne bauen. Ja. Ah, ihr sollt doch da an die Arbeit gehen. Da hole ich jetzt auch mal so ein Mool. Da wird die Atomrakete gebaut. Unsere WBFs werden angegriffen. Das fand ich überhaupt nicht nett, was der Gegner hier gerade gemacht hat. Und jetzt ein Tech-Labor. Wer hat die Flotte gerufen? Erweiterung fertiggestellt. BBF bereit. Nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Ich kann eben nicht allzu gut mit Terranern spielen, muss ich sagen. Jetzt geht's rund. Mineralienfeld erschöpft. Da bin ich nicht allzu talentiert. BBF bereit. Mineralienfeld erschöpft. Hier komm ich! BBF einsatzbereit. Komm schon, lieber Ghost. Ghost zur Stelle. Okay, dann schicke ich den Ghost mal hier hin. Oh, schon wieder muss das denn sein.
wirklich. Wo ist denn jetzt der Ghost? Ghost? Nicht genügend Mineralien. Was ist denn jetzt mit dem Ghost? Kommt noch was? Und nun? Wo ist denn der Ghost hin? Was ist denn jetzt mit dem Ghost passiert? Ich brauche doch den Ghost und die Atomwaffe. Wo ist denn jetzt der Ghost hin? Hallo? Oh, was ist denn... Ich habe den Ghost vergessen zu tarnen. Oh nee, das ist... Na, das war's dann jetzt ja wohl, oder? Ach, das war's dann ja jetzt wohl. Naja, okay, dann war's dann jetzt ja wohl. Aber bis dann, schön zum nächsten Mal. Hab ich Terraner gespielt, hat nicht so geklappt. Aber bis dann, schön zum nächsten Mal. Also ja, ciao, ciao.